Rauchen während der Fahrt ist verboten. So, der Start in der Klasse 1. Segelwohnwagen bis 14,3 cm. Und eben gerade sagt er uns, dass der Stefan Abschlussfinale vorne hat. Der Arme wird der Meisterschaft. Wer ist jetzt auf Meisterkurs und Bernd Stöber greift an? Bernd Stöber geht an Stefan Armbrust vorbei. In der Schikane, ganz lässig fährt er an ihm vorbei. Bernd Stöber, der Meister aus dem Jahr 2000 und 2001, ist ja dieses Jahr nur auf Platz 3 in Anführungsstrichen. Vorne ist aber der führende Volker Lange. Oh. Echt die Kurve bei der Geschwindigkeit. Das klingt nicht gut. So, dann kommen wir zum abgebrochenen Lauf in der Klasse 1, der jetzt vor war. Bis 15 cm. Jetzt schauen wir mal. Jetzt ist aber dieses Mal doch der Stefan Armbrust von heute wieder 10 Meter nach vorne. Jetzt geben Sie die Kollegen dann auch hier noch einmal bei uns. Schütze der 110 war das gerade. Frank Schulz aus Großboden geschleudert. Aber genau hinter ihm, da sitzt nämlich Volker Lange. Und jetzt bin ich einmal gespannt. Bernd Stöber sehe ich ganz dicht hinten mit dabei. Wo wird der angreifen? Da kommt schon Volker Lange da an. Aber das ist